So, Harry sagt Hallo und guten Morgen heute am 3.3.2022. Wir sind unterwegs und wir fahren Richtung Telde. Wir haben uns überlegt, wohin. Das Wetter ist der entscheidende Ausschlag oder ausschlaggebende Punkt, wo es hingeht. Und ich sage jetzt guten Morgen. Wer ist denn hier alles an Bord? Die Susanne, guten Morgen. Guten Morgen. Und die Conny hinter mir. Dias. Und der Fahrer, wie immer, unser Klaus. Klaus, guten Hola, Morgen. Buenos dias. So, wir fahren jetzt also hier die Autobahn Maspalomas-Telde. Das ist jetzt der erste Stopp, beziehungsweise die erste Strecke, aber Telde ist es nicht. Wir fahren weiter nach... Wohin fahren wir? Artenara. So. Ja, das Wetter, habe ich gesagt, entscheidend. Wir fahren... Hoffentlich der Sonne entgegen. Die letzten beiden Male hat man ja etwas Pech und hoffen heute auf schönes Wetter. So, und hier ganz nah ein Hubschrauber. Wir sind jetzt hier am Sportflughafen bei Verlis und ja, ich schalte mal hier mal so ein bisschen rum und ihr seht es, wir haben hier Begleitschutz heute. So, also wir fahren jetzt doch den Wolken entgegen, aber wir biegen nachher ja ab und sind ja sehr flexibel. Hier sind wir gerade an Bahia Feliz vorbei und jetzt die nächste Station ist dann Doctoral Vecindario. Und das ist jetzt nicht so interessant. Und ich melde mich ja gleich wieder. So ein kleiner Zwischenstopp. Wir sind jetzt also hier Richtung Las Palmas und biegen dann hier nach links ab. Es gibt dann zwei Fahrspuren, die nach Las Palmas rechts fahren und wir fahren dann links. Wetter ist immer noch schön, es gibt ein paar Wolken, aber ansonsten alles im grünen Bereich. So, die Beschilderung ist hier Siete Palmas und Galdar, nicht hier nach rechts. Das ist der einzige Punkt, an dem man sich hier vertun könnte. Hier ist es deutlich nochmal angeschrieben. Also die beiden linken Fahrspuren benutzen. So, und hier ist es dann die Ausfahrt Nummer 3. Tafira Santa Brigida. So, und hier sind wir richtig. Das ist unsere Ausfahrt, die nächste. Und so vom Wetter haben wir jetzt hier ein paar Wolken, aber so schlecht schaut es gar nicht aus. Ja, und jetzt sind wir gerade mal 30 Minuten unterwegs, also auch keine Entfernung. So, wir sind hier auf der GC4 für die, die es nachfahren möchten, Richtung San Mateo. So, und jetzt wird schon mal der erste schöne Blick hier in die Berge frei. Ja, die Wolken hängen hier richtig tief. Und man sagt ja, der Weg ist das Ziel, aber wir wollen trotzdem ankommen. Ja, wir haben ja auch hier richtig jetzt unterwegs schöne Landschaften zu sehen aus hier. G15 Richtung Santa Brigida, ich glaube ja, hier. So, und hier ist die GC15 Richtung Santa Brigida. Landschaftlich hier sehr, sehr schön. Ich sage, schaut aus, als ob man hier in den Alpen unterwegs wäre. So, wir sind jetzt in Santa Brigida. Ein schöner, kleiner, gewachsener Ort, hat gar nichts mit den Touristenzentren hier zu tun und ja, viel Grün. Es sieht hier ganz anders aus. Hier einfach mal ein paar so Eindrücke von unterwegs. So, das ist jetzt unser erster Halt hier und das war also sozusagen der erste Teil unserer Reise.
und der nächste Teil folgt sofort. So, wir sind hier in Cuesta La Grama, das ist die Informationstafel vom Bus. Hier geht es einmal nach San Mateo und einmal nach Santa Brígida. So, und wir schauen uns das jetzt hier einmal an. Ja, schönes, wunderbares, offenes Tal hier. So, und für die, die es jetzt genau wissen wollen, wo wir jetzt hier sind, die Ortschaft, ich zeig's euch. Und zwar San José de Las Vegas, also wie geschrieben Las Vegas. Hier ist die Tafel vom Ort, Gemeindebereich Santa Brígida. Ja, und hier ist richtig was los auf der Straße. So, weiter geht's. So, und die Frage jetzt, die Gradzahl. Wir haben jetzt hier 20 Grad und es geht ein leichter Wind. Aber wunderschön, dieses große, breite Tal hier. Gemeindebereich Santa Brígida. So, wir sind jetzt hier in Las Vegas und fahren jetzt Richtung Artenara. Laut Information etwa 50, 54 Minuten. Es sind aber nur 30 Kilometer, also wir werden hier bestimmt landschaftlich auch was Schönes sehen. So, das Ortsschild Santa Brígida und wir befinden uns jetzt im Parque Santa Brígida. So, ein paar Eindrücke jetzt hier unterwegs, wie es hier aussieht, wie in vielen Kilometer halb rechts. So, und der kleine Zwischenstopp hier zum Tanken, den nutze ich doch ganz einfach, um euch ein bisschen hier was zu zeigen. Ja, und wir haben ausgesprochenes Glück mit dem Wetter, weil hier im Winter bzw. in dieser Jahreszeit ist es in Santa Brígida oft bewölkt, regnerisch und kalt, aber ein schönes Panorama und ein schönes Wetter hier.